Ja, ich denke, wenn man so weit gekommen ist in diesem Wettbewerb, dann will man natürlich auch ins Finale bzw. diesen Pokal holen. Ich denke, es ist im Moment noch vermessen, daran zu denken, weil mit Neapel wirklich eine große Aufgabe auf uns wartet. Das ist wirklich eine sehr starke Mannschaft, das muss man sagen. Wir freuen uns riesig auf die Stimmung in Neapel im San Paolo-Stadion. Wir waren mal zum Freundschaftsspiel da, waren sehr überrascht, was da für eine hitzige Atmosphäre herrscht. Und ich glaube, dass es jetzt in einem Pflichtspiel noch viel, viel mehr zur Sache gehen wird. Aber wie eben schon erwähnt, wir freuen uns riesig drauf. Das sind die Herausforderungen bzw. die Mannschaften, mit denen wir uns messen wollen. Wir wissen um die Stärken, aber ich denke, dass wir auch selbstbewusst genug sein können, um zu sagen, dass wir Neapel schlagen können. Bei Fußball kann alles passieren. Das ist klar, dass wir gegen Inter hatten ein sehr gutes zweite sehr gut gespielt und ja, jetzt Neapel ist ein unangenehmer Gegner und wir spielen erst zu Hause. Wir müssen ein gutes Ergebnis und ja, ich hoffe, dass wir weiterzukommen, aber ist noch ein langer Weg und ja, ein anstrengender Weg, aber wir haben noch Chance, dass es im Finale geht, aber erst Schritt für Schritt schauen.